Wir kennen doch alle das Problem. Wir haben einen 3D-Drucker, aber wissen nicht, was wir drucken wollen. Und am Ende wird es wieder ein 3D-Drucker-Upgrade oder eine Figur, die wir nicht brauchen. Deshalb haben wir hier heute über 20 3D-Drucke, die man wirklich braucht. Als erstes haben wir diesen höhenverstellbaren Druck, damit man Objekte unterstützen kann, die es brauchen. Beispielsweise hier nutzt es einer für sein Fenster. Der Druck dauert ungefähr 2 Stunden 40 und braucht 28 Gramm Filament. Übrigens, ich slice hier alles mit einem Standard 0,2 mm Profil. Da ich euch keine genauen Zeitangaben geben kann, da jeder 3D-Drucker verschieden schnell ist, slice ich hier einmal ein Benchy. Das dauert 1 Stunde 18. Das heißt, ihr könnt das als Maßeinheit benutzen. Wenn euer Benchy nur 30 Minuten dauert, wisst ihr, dass alle zukünftigen Drucke hier im Video bei euch doppelt so schnell sind. Als nächstes haben wir einen Kleiderbügel, der nicht für Klamotten geeignet ist, sondern für Rucksäcke. In meinem Schrank liegen die immer dumm auf dem Boden rum. Vielleicht drucke ich mir auch bald ein. Der Spaß dauert 12 Stunden und benötigt 88 Gramm Filament. Kennt ihr das? Ihr seid am Strand, legt euer Handtuch hin und der Wind lässt es wegfliegen. Und man versucht alles, um an jede Ecke einen schweren Gegenstand zu legen. Das Leiden hat nun ein Ende mit diesem genialen Druck. Dauert auch nur 2 Stunden und braucht 17 Gramm Filament. Aber denkt dran, ihr braucht 4 von den Dingern. Und druckt ihr am besten mit PETG oder ASA. Da es im Sommer sehr heiß wird und der Sand sonst euren Druck wegschmelzen lässt. Hier haben wir eine Halterung, um zwei Stücke miteinander zu verbinden. Aber mein Tipp, wenn es wirklich richtig stabil sein soll, kauft euch so ein Ding im Baumarkt. Es kostet nur 2 Euro und ist dann aus Metall. Aber der Druck würde ca. 2 Stunden und 17 Gramm Filament benötigen. Als nächstes haben wir einen fancy Kopfhörerstand. Aber wenn ihr es eher minimalistisch mögt, dann kann ich euch hier diesen Kopfhörerhalter aus meinem letzten Video Schreibtischdruckideen empfehlen. Hier der dauert ungefähr 7 Stunden und braucht 71 Gramm Filament. Hier ist etwas für all die Pokémon-Fans unter euch. Eine geile Pokéball-Vase. Perfekt für ein Gaming-Setup, um ihm etwas Leben zu verleihen. Die Vase dauert auch nur 15 Stunden und benötigt 161 Gramm Filament. Übrigens, wenn du Probleme mit deinem 3D-Drucker hast oder noch eine coole Druckidee, dann komm auf meinen Discord. Dort könnt ihr all eure Fragen stellen. Es ist der erste Link in der Beschreibung. Hier haben wir ein sehr minimalistisches Fidget-Toy. Dauert nur 1 Stunde und braucht 7 Gramm Filament. Man kann es sogar an einen Schlüsselbund packen. Hier haben wir Messlöffel in jeder erdenklichen Größe. Zum Beispiel könnt ihr euch für Proteinpulver eindrucken oder wenn ihr gerne backt, dann ist das auch sehr nützlich. Druckt es aber bitte mit PETG wegen der Lebensmittelechtheit. Der für 30 Gramm dauert 41 Minuten und braucht 7 Gramm Filament. Wenn ihr eine kleine Werkstatt habt, ist das hier die perfekte Ergänzung. Eine Bithalterbox. Aber ich glaube, die meisten haben schon einen. Meistens werden die bei einer Bohrmaschine mitgeliefert. Aber wenn du noch keine hast, dann druck dir gerne eine. Als nächstes haben wir einen Pistaziencracker. Ihr kennt es, wie nervig das Pistazienessen sein kann, weil sich viele echt nicht öffnen lassen wollen. Aber man braucht nur 22 Minuten und 3 Gramm Filament, um das Problem zu lösen. Was auch keinem richtigen 3D-Drucker-Fan fehlen darf, ist die richtige Kleidung. Deswegen findet ihr jetzt unter Pillys Premium 3D-Druck-Merch, mit der ihr auf jeden Fall auffallt und euer Hobby zum Vorschein bringt. Hier haben wir 3D-druckbare Kabelbinder. Der Einsatzbereich ist unendlich und wir haben endlich mal Kabelbinder in einer anderen Farbe wie schwarz. Dauert auch nur 13 Minuten und braucht 2 Gramm Filament. Das ist ein 3D-druckbarer Keycap-Öffner. Perfekt, wenn man mal seine Tastatur reinigen möchte oder einfach seine Keycaps austauschen will. Es ist ein sehr simpler Druck und braucht auch nur 2 Gramm Filament. Wenn mal eine Spule fast leer ist, ist das ein geeigneter Druck und nice to have. Ich habe ihn nochmal selber gedruckt und er funktioniert genauso wie beschrieben. Wenn ihr viele Flaschen benutzt, ist das der geeignete Druck. Super simpel zu drucken und es sieht sehr fancy aus. Man braucht nur 3 Stunden und 37 Gramm Filament. Hier ist etwas für die Gärtner unter euch. Ein schöner Weg, um zu zeigen, was man gerade anbaut. Ihr braucht auch keinen Multicolor-Druck, sondern ihr könnt es mit einem einfachen Schichtwechsel machen. Guckt euch dafür am besten mal ein Tutorial hier auf YouTube an. Wenn ich einen Nagel irgendwo reinhaue, habe ich immer die Paranoia, dass ich mir meinen Finger weghaue. Das hier sollte das Problem lösen. Auch wieder ein super schneller Druck, der nur 8 Gramm Filament braucht. Als nächstes haben wir eine Skulptur für deinen Schreibtisch oder Regal. Am besten drückt man Albert auch mit verschiedenen Farben, um diesen coolen Effekt zu erzeugen. Besonders wenn ihr Physiker oder Mathematiker seid, ist das ein Must-Have. Hier ist wieder etwas für die Gärtner, und zwar ein großer Pflanzenclip, damit die Pflanze auch schön hoch wächst und nicht dabei abknickt.
Korrigiert mich gerne, wenn ich dabei falsch liege. Der Clip braucht auch nur 4 Gramm Filament und dauert eine halbe Stunde. Eine schöne Schale hat noch niemandem gefehlt, besonders wenn man dort seine Essentials reinlegt. Dann sucht man nie wieder seine Schlüssel oder Kopfhörer. Es dauert auch nur 2 Stunden und braucht 24 Gramm Filament. Das hier finde ich einfach nur besonders, würde ich persönlich mir aber nicht drucken. Aber es ist etwas Besonderes und dauert auch nur eine Stunde. Viele wissen nicht, dass viele Marken auch ihre 3D-Drucker auf Printables hochladen. Deswegen zeige ich euch das hier mal. Beispielsweise Imbus macht das und wir können hier schöne Ergänzungen zu unseren Produkten bekommen. Hier oben in der Liste steht Marken. Dort könnt ihr mal draufklicken und dort sind dann alle Marken, die etwas auf Printables hochladen. Zumindest mal die verifizierten und großen. Da könnt ihr dann einfach mal durchscrollen und findet bestimmt etwas, das ihr braucht. Hier haben wir noch einen coolen Schraubensortierer-Mechanismus. Das spart einem das ewige Ausmessen der Schrauben und dauert auch nur 7 Stunden. Wenn du noch nicht genug Designs gesehen hast, dann klicke hier auf die Videos für weitere mindblowing 3D-Druck-Ideen. Und wenn du im nächsten Video mit dabei sein möchtest, dann komm auf den Discord. Und für mehr 3D-Druck-Content lass gerne ein Abo da und ciao.